Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Wir gucken uns die Hardware jetzt nicht an. Das ist bei dem kleinen Gerät nicht nötig. Wir werden die gleich im Hardware-Video mit anschließen. Ich habe mein ganzes Sideboard jetzt mal, Lowboard mal ein bisschen nach vorne geschoben, damit wir hier hinten an meine Steckdose kommen von der PS4, weil, ach Gott, der Verteiler muss ja nur gehen, wenn die PlayStation an ist. Also kann ich es auf die PlayStation Steckdose hauen. Zack. Dann haben wir den Verteiler hier. Ich habe hier auch schon ein paar Kabel bereitgelegt. Ich weiß auch nicht, ob das mit VR jetzt irgendwie Probleme gibt oder so, aber ich habe ja VR 2.0, also Version 2, was auch 4K und HDR per Su macht. Ich habe ja trotzdem das. Jetzt müssen wir nur gucken. Der geht zum Fernseher. Den nehmen wir uns beiseite. Machen wir auf Output 1. So. Ich habe auch schon den 10 Meter Kabel verlegt. Der ist ziemlich dick. Ich habe auch hier extra noch Luft gelassen. Falls ich hier nochmal irgendwie was variieren will und das darüber stellen will oder so, habe ich genug Platz. Den machen wir jetzt auf 2. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Input. Da nehme ich jetzt nicht den von der Avamedia. Ich nehme noch mein HDMI-Kabel, den ich von Ligavo noch habe. Also beziehungsweise gekauft habe, wo er im Angebot war. Ligavo gibt es ja nicht mehr. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, die Kabel zu kaufen, kauft die. Weil die sind echt geil. Ach, und ich habe natürlich das nicht abgemacht. Muss jetzt mal mit Messer abschneiden. Ich werde die euch mal verlinken, die schwarz-weißen Kabel. Ich weiß ja nicht, was ich damals bezahlt habe. Das habe ich im Livestream bestellt. Da habe ich das gesehen, weil ich welche brauchte. Und da waren die halt für einen schmalen Taler, aber halt nur die kurzen, ja, halber Meter oder was das ist. Die anderen waren leider nicht im Angebot. So, und in. So, in. So. Kommt jetzt hier ran. Na komm, dreh dich. Oh. So. Ist ein bisschen Storre. So. Und jetzt haben wir das eigentlich hier komplett angeschlossen. Hier leuchtet auch grün Power. 1 leuchtet, 2 leuchtet dezent. Und dann haben wir hier noch, wir haben hier 3 Möglichkeiten. Mix haben wir. Auto und Copy. Ich werde das mal jetzt noch nicht ranschieben. Ich werde das jetzt erstmal so lassen. Und dann werde ich jetzt noch kurz das Video machen zur Avamedia, dass die dann angeschlossen ist. Und dann können wir hier den zweiten Teil machen und gucken, ob das alles so läuft. Weil ich bin mal gespannt. Also ich muss jetzt den PC noch drüben anschließen, die Avamedia einrichten und dann müsste der ja erkennen, dass da ein 4K-Signal kommt. Weil mit den Splittern ist immer so, wird immer die schwächste Quelle genommen. Der kann HDR, die Avamedia kann HDR. Und wenn er dann erkennt, ja, die kann 4K, HDR, dann müsste ich auf der PlayStation 4 auch 4K HDR haben. Das werden wir gleich sehen. Dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und mit dem Hardware-Video zum Splitter. Oder habe ich das schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht gezeigt, wie man anschließt. Sorry, ich bin heute ein bisschen verplant. Ich bin hier die ganze Zeit am Machen mit dem Splitter, mit der 4K-Karte und das alle drum und dran. So, ich nehme euch mal mit runter, dass ihr das mal so ein bisschen sehen könnt. Ja, kein Controller hiervon, ich weiß. So. So, hier ist der Splitter. Ich habe das jetzt mal ohne VR angeschlossen. Das erzähle ich euch auch gleich warum. Hier leuchtet auch alles blau. Und hier haben wir dann Copy, Auto und Mixed. Wenn ich auf Copy bin, habe ich ein 4K-Signal überall. Wenn ich auf Auto bin,
dann macht er mir nur ein HD-Signal. Nee, ein 4K-Signal, aber ohne HDR. Und bei Mixit auch. Ich zeige euch das gleich mal. Ich muss dafür nur einmal, Moment. Ah. So, kann ich euch mal das zeigen, weil ich habe den jetzt von der Capture-Karte geht ein Kabel ab. Und da habe ich einen Splitter rangeklatscht. Und deswegen habe ich jetzt hier momentan nur ein HD-Bild. 1920x1080p in HD. Jetzt werdet ihr gleich sehen, dass das kurz ausgeht. So. Das ist ganz normal. Weil ich habe jetzt den zweiten Splitter, der aus der Capture-Karte, also ich habe ein HDMI-Kabel aus der Capture-Karte raus, einen Splitter drin und den PC in den Splitter drin, dass ich da hin und her schalten kann, dass ich ein großes Bild haben kann. So. Jetzt habe ich hier, wie ihr seht, 3840x2160p, also 60 FPS. Meine Fresse. So, HDR und UHD ist alles vorhanden. Ich werde jetzt am Splitter einmal eins weitermachen. So, und zwar jetzt. Jetzt bin ich auf Auto und wenn ich jetzt Info drücke, habe ich immer noch 4K mit 60 FPS, aber nur UHD, also ganz normales 4K-Bild ohne HDR. Ihr müsst natürlich in der PlayStation auch HDCP ausschalten. So, kann ich euch nochmal zeigen, hier UHD. Wenn ich jetzt nochmal weiterschalte, auf Mixit. So. Müssen wir kurz warten, das Bild wird wieder schwarz. So, Bild ist wieder da. Und dann ist auch 4K 3840x2160, 60 FPS, HDMI, UHD-Color. UHD. Und jetzt mache ich ganz einfach nochmal zurück auf Copy, dass er praktisch das Bild kopiert auf alle beiden USB, HDMI. So, und da wird auch schon die Farbe ganz anders, viel detaillierter. Und da habe ich dann wieder HDR. Ist wieder aktiviert. Ihr müsst, wenn ihr das auch macht, so, und praktisch die PlayStation an Beamer und an TV gleichzeitig wiedergeben wollt, oder wie ich jetzt an TV und an eine Capture-Karte, also eine 4K-Capture-Karte, die auch HDR unterstützt, Link mache ich natürlich auch in der Videobeschreibung drin, dann müsst ihr aufpassen. Ich hatte das Problem, am Anfang hat alles funktioniert, aber dann nicht mehr. Sobald ich von Copy weggeschalten hatte, hatte ich kein Bild mehr. Hat die PlayStation rumgesponnen, hat gesagt, nö. Das war aber ehrlich gesagt nicht so die PlayStation und der Splitter, das war eigentlich eher das VR. Das macht da so ein bisschen Probleme. Wenn ihr das auch habt, ihr schließt das ganz normal an und ihr merkt, ihr habt kein Bild, dann einfach mal die PlayStation direkt anschließen. Und wenn ihr dann ein Bild habt, die PlayStation einfach ganz normal ausmachen. Dann schließt ihr wieder nicht die PlayStation an, sondern das VR und der dran war von der PlayStation wieder ins VR drin. Ihr wisst ja, wie man VR anschließt. Da macht er die PlayStation ganz normal wieder an und dann geht das. Weil das VR ab und zu ein bisschen rumspinnt. Bei Splittern, da sagt es dann manchmal, oh nö, will ich nicht, kann ich nicht, was bist du denn für einer? Und da gibt es dann manchmal ein bisschen Probleme. Das hat jetzt nichts mit dem Splitter zu tun, das ist eigentlich nur das VR, weil das ist so, naja. Ist halt manchmal ein bisschen doof. Ich habe OVR 2.0. Nur das macht ein Pass-Through auch von 4K und HDR. Das Normale, was ihr habt, das ganz Normale, also das wäre jetzt auch natürlich was für Leute, die PS4 Pro haben und das erste VR haben und sagen, ich möchte am Fernseher 4K-Signal haben.
Weil das erste VR schläft, der geht 4K rein, aber kommt nur 1080p raus. Für die Leute wäre das auch interessant. Dann macht ihr das einfach den Splitter, die PlayStation ran, einen Eingang und beim Ausgang ein hoch zum Fernseher und ein an den VR. So habt ihr praktisch, wenn ihr zockt, immer ein 4K-Bild, wenn ihr das wollt. Aber ihr könnt natürlich auch VR anschalten und habt dann natürlich 1080p. Müsste funktionieren. Ich glaube aber, dafür muss das VR ausgeschalten sein, weil sonst mischt sich das, glaube ich, ein bisschen ein und sagt, nö, das weiß ich nicht. Ich habe leider nicht das alte VR. Das kann ich euch so auf Anhieb nicht sagen. Es macht das, was es machen soll. Es hat mich wirklich nicht enttäuscht. Ich bin megamäßig zufrieden. Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das mit Aufnahme und alles hinkriege, dass ich halt auf dem Großen zocken kann und Kamera hier rüber kriege und sowas alles. Das weiß ich noch nicht. Aber alles nach und nach, gemacht, kriegen wir hin. Das soll es jetzt hier auch soweit zum Hardware-Video gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall noch einen Hardware-Check machen in ein paar Wochen, wenn oder je nachdem, wie oft ich das jetzt benutze, um dann nochmal ein Fazit zu geben nach ein paar Wochen, ob es wirklich immer das gemacht hat, was das machen soll, ob es Ausfälle hatte oder ob keine Ahnung, was da passieren kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber da werde ich dann nochmal ein Fazit-Video geben. Jetzt vom ersten anschließen, vom ersten benutzen. Geiles Ding, kann ich nur empfehlen. Link haue ich euch in der Videobeschreibung. Jetzt muss ich mal die Firma anfragen. Vielleicht haben die ja auch eine Idee, was ich machen kann mit meinem PC, dass ich da denn, dass es sich denn hier nicht umschaltet, wenn da nur ein HD-Bild kommt, weil von der Capture-Karte, wenn ich dann an normalen HD-Monitor ranklatsche, sagt er denn zur Karte, ey, das ist nur HD. Die Karte sagt zur PlayStation, also zum Splitter, ey, das ist nur HD. Der Splitter sagt zur PlayStation, ist nur HD und dann ist alles nur noch HD. Also da müsst ihr aufpassen. Also das ist nicht so, dass ihr ins 4K, ins HD, das funktioniert nicht. Das richtet sich immer nach dem Schwächsten aus. Und der Fernseher ist 4K HDR, die Capture-Karte ist 4K HDR, da funktioniert das. So, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.